Landgut Marfino. 40 Kilometer nördlich von der Hauptstadt Moskau befindet sich das wunderschöne alte russische Landgut Marfino. Auf dem Landgut erstreckt sich ein Schlossparkensemble aus dem 18. Jahrhundert im Stil der russischen Pseudogotik. Das ist ein Denkmal, das viele Geschichten beherbergt. Die Vielfalt der Geschmäcke und Möglichkeiten derjenigen, die das Ensemble aufgebaut haben, prägt das Bild des Landguts. Deswegen verbinden seine Bauten auf eine originelle Weise klassizistische Formen mit eigenartigen pseudogotischen. Der Blick auf das Ensemble von Marfino, das durch seine eigentümliche und romantische Art Bewunderung hervorruft, erschließt sich nicht allmählich, sondern auf einmal. In der Mitte ragt auf einem hohen Hügel der einstöckige Palast. Vor dem Palast sieht man einen riesengroßen Teich, um den herum die wichtigsten Bauwerke des Landguts gruppiert sind. Vom zentralen Teil des Palastes steigt zum Teich hin eine breite Steiltreppe ab, die mit einem Bootsteg endet. Links ist eine ungewöhnliche Brücke mit Schießscharten, eine Art Haupteinfahrt zum Landgut. Rechts breitet sich ein malerischer Park mit Lauben aus. Die erste Erwähnung des Landguts stammt aus dem Jahre 1585. Zu dieser Zeit hat es hier ein paar Bauernhöfe und das Haus des Verwalters gegeben. Sonst nichts. Ein neuer Abschnitt im Leben des Landguts beginnt erst im Jahr 1698, als Marfino von dem Fürst Boris Alexejewitsch Galizin erworben wurde. Galizin bekam Marfino als Geschenk von Peter dem Ersten für die unschätzbare Hilfe, die er ihm geleistet hatte, als zwischen Peter und seiner Schwester, der Zarentochter Sofia, der Kampf um den Thron entfachte. Das bescheidene Dorf genügte nicht dem Geschmack und den Anforderungen von Galizin, darum ließ er hier ein neues Herrenhaus errichten und einen französischen Park anlegen. Galizin, dessen Lebensführung bei weitem nicht enthaltsam war, beschloss, als Buße für seine Sünden in Marfino eine Kirche bauen zu lassen und sie der Geburt Maria zu weihen. Im Jahr 1714 fällt Galizin überraschenderweise bei Peter in Ungnade. Das ist darauf zurückzuführen, dass im Gebiet, das Galizin unterstellt war, allerorten Bauernaufstände entflammten, mit denen er nicht fertig wurde. Der aus allen Ämtern entfernte Galizin zog sich ins Kloster zurück und empfing die Mönchsqual. Sein Sohn Sergei wurde Gutsherr. Unter ihm geriet Marfino in gänzlichen Verfall. Er schwärmte für Kartenspiel, häufte kolossale Schulden an und sah sich gezwungen, zu ihrer Tilgung das Landgut zu verkaufen. Das Gut wurde 1728 von dem künftigen Feldmarschall Wladimir Semjonowitsch Saltykow erworben. Unter den Saltykows entstand in Marfino ein herrliches Schlossparkensemble. Die inzwischen verfallenen Bauwerke aus Galizins Zeit wurden abgetragen und an ihrer Stelle ein neuer, einstöckiger, steinerner Palast mit zwei Flügeln errichtet. Der Name des Architekten, von dem der Palast und die Seitengebäude stammen, ist unbekannt. Das Ende des 18. Jahrhunderts gilt als die höchste Blütezeit des Landguts, das zum Mittelpunkt des kulturellen Lebens des Adels wurde. Einen großen Schaden wurde Marfino während des Krieges gegen Napoleon im Jahre 1812 zugefügt. Der Gebäudekomplex wurde von dem neuen Besitzer, Graf Orlov, wieder aufgebaut. Nach der Revolution von 1917 wurde das Landgut zum Eigentum des Volkes. Die Regierung des UdSSR stellte für die Restaurierung des architektonischen Ensembles regelmäßig Mittel bereit. 1933 wurde auf dem Gelände des Guts das zentrale militärische klinische Genesungsheim Marfino eingerichtet. Heutzutage ist das Gelände umzäunt und in den schattigen Alleen des Landguts gehen die Patienten spazieren, sonst ist Marfino für die Öffentlichkeit nur mit einer Sondergenehmigung zugänglich.
Trotzdem empfehlen wir Ihnen, diese schöne architektonische Perle einmal zu besichtigen, und Sie werden diesen Ausflug nie vergessen.